Schönen guten Morgen. Life is life. Ich bin noch gerade dabei, bis die Technik zum Einstellen. Gib's mir ein, zwei Minuten. Ich muss noch unser Live auf meinem Facebook-Profil auf öffentlich stellen. Das schließt man nämlich immer auf geschlossen. Ich markiere dich auch, liebe Maria, weil dass du das Live auch hast. So, Privatsphäre ist umgestellt, dass auch alle das Live gut finden können. Und jetzt geht's mit Vollgas los, hätte ich gesagt. Haut's einmal die Herzen raus für die liebe Maria. Denn heute zu sehr einen ungewöhnlichen Tag und ungewöhnlichen Zeit live. Aber ich habe mir gedacht, die liebe Maria wollte aus der Komfortzone. Und wenn sie schon Ja sagt, haben wir gedacht, dann machen wir das gleich. Wie viele von euch wollen denn die liebe Maria näher kennenlernen und einmal wissen, wer dieses verrückte Huhn in Anführungszeichen so ist, wie wir so viel lachen müssen über den letzten Facebook-Beitrag. Liebe Maria, stell dich mal kurz vor. Erzähl einmal der Community, wer du so bist, wo du herkommst, was du so machst und ja. Ja, ich bin die Maria, ich komme aus Österreich, aus dem Mühlviertel, aus einem ganz kleinen Ort. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, ich mache Network Marketing, wie alle von hier wahrscheinlich. Und zusätzlich habe ich noch so Hobbys mit dem Garten und mit den Hühnern. Das heißt, sehr, sehr spannend. Du hast Kinder auch, hast du gesagt. Ja. Und wie alt bist du? 33. 33. Also schon sehr spannend zu beobachten. Und machst du das schon hauptberuflich, Network Marketing, oder nebenberuflich? Ich habe sonst keinen Beruf. Ich bin sonst halt bei den Kindern. Okay, das heißt, du bist du noch in Karenz, oder? Nein, ich bin nicht mehr in Karenz. Mein Mann ist der Hauptverdiener jetzt. Sehr gut. Also das heißt, du hast für dich die Entscheidung getroffen. Genau, das heißt, du hast für dich die Entscheidung getroffen, einfach im Network Marketing Vollgas zu geben. Genau. Wie bist du eigentlich ins Network Marketing gekommen? Das würde mich interessieren. Wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden? Hast du das schon früher gekannt oder war dir das komplett neu? Also ich habe die Produkte früher gekannt, aber das Business war immer sicher, das ist nichts für mich. Und, spannend, wie viele von euch, das ist echt eine spannende Aussage, denn es ist ganz, ganz oft so, vielleicht gibt es jemanden da drinnen, ich glaube definitiv, wie viele von, ist es schon von euch jemand einmal so gegangen, dass ihr zu Beginn gesagt habt, na, die Produkte sind super, aber das Business ist sicher nichts für mich. Das hört man einfach ganz, ganz oft, speziell die im Network Marketing in Produkte ausprobieren, aber Business nicht. Warum Business nicht? Was habt ihr skeptisch gemacht? Ja, ich wollte kein Verkäufer sein, also in die Schiene Verkäufer, das war nichts für mich. Das heißt, wie viele haben Angst vor Verkaufen da drinnen? Verkauf ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, sage ich immer. Kenne ich von vielen, schreibt die Andrea, definitiv. Und Verkauf ist ja so ein bisschen negativ behaftet, aber wir Frauen verkaufen uns ja täglich, oder? Das ist ja das Spannende daran. Das heißt, und was war dann der Grund oder wie hat sich das dann entwickelt, dass du auf einmal gesagt hast, ja, ich mache das jetzt und das ist echt eine Chance für mich? Ja, meine Freundin war bei mir zu Besuch aus Deutschland und dann habe ich mir gedacht, die sitzt da in Österreich und arbeitet einfach online mit ihrem Handy und verdient Geld. Das hat mich irgendwie so getriggert, dass ich dann gedacht habe, okay, das mache ich jetzt auch. Mega. Egal wie. Das heißt, und ihr habt euch ja, ich habe ja mit deiner Freundin schon gesprochen, hat ein sehr nettes Gespräch und sie ist ja nach Paris eben ausgewandert aktuell und das finde ich absolut geil, weil man sieht eben schon, was einfach wirklich möglich ist mit Network. Egal wo du bist, du kannst von überall aus arbeiten. Und das Spannende ist, ihr habt euch übers Internet kennengelernt, oder? Ja. Oder? Das heißt, ihr nicht übers Network, sondern ihr habt euch übers Internet kennengelernt, habt euch befreundet und irgendwann ist diese Verbindung entstanden. Und das ist eben genau der Punkt, einfach wirklich dieses Vertrauen. Du hast Vertrauen zu Soraya gehabt und hast gesagt, irgendwann, okay, jetzt mache ich das auch. Was ist denn was siehst du denn im Netz? Was ist Network Marketing für dich? Es ist für mich eine ganz große Chance. Man hat am Anfang kleine Ziele und wenn man die erreicht hat, dann sieht man, oh, da geht noch viel mehr. Dann setzt man immer größere Ziele und sehr gut. Man erreicht die auch, wenn man durchhaltet. Was ist denn so dein großes Ziel?
Mein großes Ziel Wenn du ist, dass jetzt, sagen wir, 5 Jahre in die Zukunft schaust, hast du da irgendein Ziel, wo du sagst, das möchtest du dir unbedingt erfüllen? ja, natürlich reisen. Also in die nächsten 5 Jahre. Und das große Ziel ist halt einfach, dass man nicht mehr von einem System abhängig ist, dass man jetzt sagen kann, egal was hier passiert in Österreich oder in Europa, wenn jetzt irgendeine Katastrophe passiert, ich kann einfach auswandern, wohin ich will. Ich bin von nichts abhängig. Ich brauche nicht warten, bis ich Pension bekomme, weil du das sowieso dann passiv bekommst. Man muss von nichts abhängig sein. Das ist das Wichtigste dahinter. Sehr cool. Das heißt, wirklich nicht abhängig zu sein und sich wirklich auf seinen eigenen Weg zu machen. Gerade als Frau ist ja total spannend zu beobachten. Für die Männer ist es immer selbstverständlich, so dein eigenes Ding zu machen, Business aufzubauen. Aber wir Frauen haben oft so ein bisschen auch das schlechte Gewissen natürlich drückt uns. Und das war bei mir auch gleich. Ich habe mich oft oder sehr lange sehr schlecht gefühlt dabei. Und wir haben dann immer so gefragt, ja, wie kannst du denn, du hast jetzt 2 Kinder und warum musst du denn, warum hast du denn den Drang, dir da was Großes aufzubauen? Wenn ich diese, ich sage immer, wenn ich diese Kugelhupfmutter bin, und das ist gar nicht bewertend gemeint, die 15 Jahre gerne bei den Kindern zu Hause ist, ohne etwas zusätzlich zu tun und von 24 Stunden nur Kinderbetreuung machen möchte, gerne. Kein Thema ist es, aber es ist nicht mein Weg. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich mir einfach, ja, dass ich einfach meinen Weg gehen möchte, egal ob ich Familie habe oder nicht, weil es ist ja so mega auch, man kann es ja super verbinden, oder? Na, ist sicher. Ja, das heißt, du kannst ja von zu Hause auf dir was aufbauen. Was hat denn die Sichtbarkeit mit dir gemacht? Das würde ich dich noch unbedingt fragen, weil du bist ja, ihr merkt es ja, oder? Maria ist jetzt nicht so dieses eigentlich so. Die Maria ist so stille Wasser sind tief. Viele von euch kennen die Maria da drinnen. Haut so mal die Herzen wirklich raus, weil das Spannende dabei ist, also wirklich, das ist der passende Satz für dich, stille Wasser sind tief, denn wenn es dann um verrückte Ideen geht, das war schon bei der ersten Challenge damals so sichtbar, dass du ein absolut geiles Video abgeliefert. Wenn es um verrückte Ideen geht, bist du die Erste, die was richtig Verrücktes macht. Und das gefällt mir einfach so. Enorm, ja, es sind extrem 2 Seiten, wo man dich so als ruhig jetzt gerade sieht, aber du bist jemand, der was schon aus der Komfortzone geht, permanent. Und das merkt man einfach auch im Network, das braucht es einfach aus der Komfortzone. Aber was hat denn die Sichtbarkeit mit dir gemacht? War das Überwindung zu Beginn? Ja, das war eine große Überwindung. Also ich habe ja im November das erste Mal die Breakthrough Week gemacht. Und dann habe ich mir schon im Vorhinein gedacht, oje, die wird sicher sagen, ich muss jetzt mein Profil auf öffentlich stellen. Und im ersten Auftrag mussten wir das Profil auf öffentlich stellen. Dann haben wir gedacht, ja, jetzt muss ich es einfach machen. Jetzt sitzt es da drin, jetzt ziehst es durch. Und also muss schon sagen, man hat viel mehr Angst, weil es ist einfach gar nichts passiert. Es sind sogar positive Rückmeldungen gekommen von den Sachen, die was man gemacht hat. Man hat einfach so viel Angst für nichts. Es ist Genau, nichts und Schlimmes dafür brauchst du passiert. für nichts. Wir Frauen sind ja die Meister in Sorgen machen, sich Sorgen über etwas zu machen, was gar nicht da ist, sich Sorgen zu machen, was passieren könnte. Und so wie du sagst, mir sich einmal vorstellen, für die Maria war es wirklich eine Herausforderung, ihr Profil öffentlich zu stellen, schon einmal diesen Schritt zu gehen. Und das ist das Spannende dabei. Und irgendwann habe ich auch so begonnen, nur ich kann mich halt nicht mehr so gut erinnern, was schon ein bisschen eine Zeit lang her ist. Aber das ist ja das Spannende dabei, wirklich aus der Komfortzone gehen, Schritt für Schritt weiterzugehen, sich sichtbar zu machen. Warum hast du dich entschieden, zu mir ins Mentoring zu kommen? Das war ja da spannend. Das war ja über Wochen, über Monate fast ist es gegangen, unser Kontakt. Und irgendwann hast du gesagt, so und jetzt gehen wir. Was war der Punkt, was dich so getriggert hat, wo du sagst, und jetzt mache ich das? Es war in der Breakthrough Week, dass ich mir entschieden habe, dass ich das weitermachen möchte. Weil der Community ist einfach mega. Alle unterstützen sich gegenseitig. Es ist kein Neid, keine Missgunst. Und natürlich kann ich auch nicht alles in Facebook. Und ich habe einfach gemerkt, dass da noch so viele Lücken sind, eben mit den technischen Sachen. Und ich brauche öfters ein bisschen einen Arschtritt, dass ich Ich überhaupt was mache. habe echt coole Videos, weil jedes Mal, wenn ich jemanden im Interview habe, sogar hätte gerne einen Arschtritt. Also ich bin nicht so extrem, wie mich meine Kunden Ha.
immer darstellen, aber ich kann schon sehr gerne anpixen. Das heißt, wie viele von euch hätten auch gerne so den ein oder anderen Anstupser oder kleinen Arschtritt, wenn man so klar aussieht? Wie viele von euch brauchen ab und zu? Und ich sage es euch ganz ehrlich, auch ich brauche ab und zu so den kleinen Push nach vorne. Das ist was ganz, ganz was Normales, weil einfach wir Frauen haben ja auch einen Alltag außerhalb von unserem Business, so wie du, Maria, auch Kinder, Haushalt, Ehemann, Haustiere. Und das ist eben das Wichtige dabei, dass man sich das bewusst macht, sich wirklich mit Menschen zu umgeben, die gemeinsam an einem Strang ziehen, wirklich hohe Energie haben. Und das ist schon so, so mega wertvoll. Nicht im Außen zu sein, nicht zu beobachten, was im Außen passiert und einfach seine Scheuklappen aufzusetzen. Was hat denn der Mann dazu gesagt? Das würde mich interessieren. Ich war nicht so aber er zieht es durch mit mir. Er sagt, okay, wenn du das unbedingt magst, dann machst du es. Sehr cool. Also das heißt, und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass natürlich auch der Partner dahinter steht. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Auch für mich war es immer selbstverständlich, will ich nicht sagen, mein Partner ist, er hat einfach gewusst, dass er Verrückte geheiratet hat. Er hat mir auch vor ein paar Monaten einmal gesagt, wenn ich eine normale Hausfrau geheiratet hätte, wäre mir wirklich langweilig, weil ich wirklich immer sehr oft, also natürlich, triggere und auf die Nerven gehe, würde ich schon fast sagen, mit manchen Dingen. Aber ich sage, es gibt nichts Besseres wie ein Vater, der was hinter einem steht und sagt, okay, mach es halt. Bei mir war es zu Beginn auch so im Netzwerk, wie ich gestartet bin, war er sehr, sehr skeptisch, mein Mann, und hat gesagt, naja, probierst das halt. Wenn du glaubst, du musst das machen, probierst das halt. Männer sind einfach wirklich zu überzeugen mit Provision, also mit Geld. Das heißt, wenn einmal wirklich eine geile Provisionsabrechnung kommt und so, aha, das scheint ja wirklich zu funktionieren. Das ist einfach der Unterschied meistens zwischen Frauen und Männern. Was ist denn dein Provisionsziel im nächsten halben Jahr? Was darf denn auf deinem Provisionszettel stehen? Ja, da könnte schon 1.000 Euro stehen im Monat. Also das heißt, du wirst einfach vierstellig werden in den nächsten halben Jahr. Wann hast du begonnen mit Network? Im Oktober 2021, also ein gutes Jahr jetzt. Also okay, also du hast wirklich Produkte ausgetestet und hast jetzt entschieden, einfach wirklich Gas zu geben. Sehr cool. Und ich sage, wenn man mal die Vierstelligkeit erreicht hat, und wir wissen es ja aus den Erfahrungen in unserem Mentoring, dass es innerhalb von ein paar Wochen möglich ist, dann, wenn man die Vierstellig, diese 1.000-Euro-Marke mal geknackt hat, dann fängt das Rad schon ein bisschen zum Laufen an. Das, was vielleicht vorher noch so ein bisschen geeckt hat, und manchmal gewinnt man Kunden, manchmal gewinnt man Partner, irgendwie läuft es noch nicht so rund, und es braucht ein bisschen, bis dieser Erfolgszug Fahrt aufnimmt. Was ist denn so der größte Wunsch, der größte Traum, was du dir mit deiner Familie ermöglichen möchtest? Wenn dein Konto zum Beispiel randgefüllt ist mit Geld, das heißt, du hast Millionen am Konto, brauchst du nie mehr Sorgen machen, was da, dass es leer wird oder was auch immer, was ist der größte Wunsch? Ja, dann kaufe ich mir irgendwo eine Insel. Insel, geil. irgendwo, wo es das ganze Jahr warm ist, damit ich alle Pflanzen anbauen kann, die was man hier nicht anbauen kann. Kaktus, Feigen, Melonen, Mangos. Sehr cool. Du bist ja sehr, also du hast ja auch Hühner zu Hause. Ich glaube, du liebst ja deinen Garten. Du bist wirklich so, du machst ja sehr viel auf Selbstversorgung. Es kommt natürlich aus deiner vergangenen Geschichte, aus deiner gesundheitlichen Geschichte, was du erzählt hast. Und ich finde das schon sehr bewundernswert. Nimmst du deine Hühner auch mit auf die Insel? Ja, wenn zu lange überleben. Zu lange. Vielleicht jenen Jahre nachfahren. Genau. Also, die liebe Maria ist halt richtig aus der Komfortzone gegangen, denn sie war noch nie live auf Facebook. Und live ist einfach live. Man kann einfach nichts verstecken, sage ich immer. Aber das ist wirklich ein Schritt raus aus der Komfortzone gewesen, und ich freue mich einfach mega in den nächsten Wochen, wenn du weiterhin dich live zeigst. Wie viele von euch wollen denn mehr live sehen von der lieben Maria? Ich finde deine Art absolut faszinierend. Du bist so, also für mich ist wirklich der passende Satz, stille Wasser sind tief. Also das passt bei dir wirklich wie die Faust aufs Auge, weil ich glaube, da ist einiges Pfeffer dahinter, wenn man die Maria mal richtig loslässt.
Kann das sein? So geil. Nein? Oder ja? Schon, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Also du hast ja auch, Maria ist ja auch eine Gastronomie-Geschädigte, wie ich das so liebevoll nennen. Also sie war ja auch früher in der Gastronomie. Und Menschen aus der Gastronomie haben es meistens immer so ein bisschen faustdick hinter den Ohren, würde ich sagen, weil sonst haltet man es gar nicht durch. Hat noch jemand Fragen an die liebe Maria? Du darfst gerne erzählen, in welchem Netzwerk bist du denn? In Forever Living. Forever Living. Okay, was Hallo, hat dich wie? so, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber was hat dich genau an dem Unternehmen so begeistert? Ja, die Pflanze Aloe Vera, alles, was man damit bewirken kann, für was die alles hilft. War ja Okay. vorher schon begeistert, ich wollte es sogar selber züchten. Ah, spannend. Und dann bist du, ja, schau, aber wie das Universum so will, man sieht man einfach wieder, was das macht eben. Du sagst, du wolltest dich ja züchten, dann kommt auf einmal genau so ein Netzwerk um die Ecke, genau mit dieser Pflanze. Und da sieht man einfach, Genau. was das macht, wenn man halt wirklich diesen Wunsch hat, etwas zu tun und etwas zu machen. Sehr, sehr genial. Ich wünsche dir einfach mega viel Erfolg, liebe Maria. Haut so mal die Herzen nochmal raus. Das war wirklich ein Schritt aus der Komfortzone. Und weil ich sie gestern erst gefragt, gestern habe ich dich gefragt, oder? Ja, Ich glaube gestern schon, ja. gefragt, liebe Maria, und liebe Maria, war so spontan und du gesagt, ja, dann machen wir das gleich heute. Ich glaube, das hat definitiv ein paar Herzchen verdient. Und alle, die aus meiner VIP-Community heute da zuschauen, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr nicht drankommt in den nächsten Wochen. Ich werde euch alle so ein bisschen aus der Komfortzone holen, um natürlich auch, das ist persönlicher Wachstum einfach, Dinge zu tun, so gehen wir die, was ein anderer nie tun würde, um das zu haben, was ein anderer nie haben wird. Und ich freue mich mega, Maria, deinen Weg zu beobachten. Bleib dran, gib Gas, denn du hast das Potenzial, ja, nicht nur vierstellig zu verdienen, sondern weitaus mehr. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf die nächsten Wochen. Da wird noch so einiges passieren. Somit wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Wir sehen uns eben heute Abend im Call. Ja. Und euch da draußen, gebt Gas, trefft Entscheidungen für euch. Und es gibt nichts, was nicht erreichbar ist. Denn alles, sag ich mal, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen. Und somit ist alles gesagt. Ich wünsche euch einen mega erfolgreichen Dienstag und wir sehen uns später. Ciao, ciao. Tschüss.